Ja, Sie wollen Forstwirtschaft studieren an der Hochschule für Forstwirtschaft. Sie sehen auf dieser Folie einfach ein paar Impressionen, ein paar Eindrücke, wie das hier zugeht, wie das hier aussieht. Und dazu möchte ich Ihnen noch ein paar ergänzende Informationen geben, wobei die sich hier insbesondere auf die Zusammensetzung und den Aufbau des Studiengangs beziehen, auch etwas auf die Hochschule, während die technischen Dinge zur Immatrikulation und zur Studienplatzbewerbung, die werden von meinen Kollegen wahrgenommen. Dazu haben sie auch eigene Präsentationen im Internet angezeigt und zum Teil auch schon gehört. Ganz kurz zur Agenda. Worüber möchte ich sprechen? Warum sollten Sie Forstwirtschaft studieren oder warum wollen Sie vielleicht Forstwirtschaft studieren? Warum in Rottenburg? Dann, wie sieht das Studium bei uns auf? Und zuletzt natürlich noch die für Sie entscheidende Frage, wie bekomme ich einen Studienplatz, wobei ich hier nur auf die entsprechenden Bezüge und Quellen verweise. Also, warum Forstwirtschaft? Gut ein Drittel von Deutschland ist Wald. In Südwestdeutschland, in Baden-Württemberg deutlich mehr, zum Beispiel 38%. Damit ist der Wald für uns alle eine ganz wichtige Umweltressource, eine Lebensgrundlage, und die aktuellen Diskussionen um Klimaveränderungen und Klimaerwärmung unterstreichen das ja nochmal. Wenn Sie also ein Interesse am Wald haben, wenn Sie Zukunft gestalten wollen, wenn Sie Verantwortung tragen wollen, weil Sie letztendlich mit einer sehr großen Verantwortungsspanne arbeiten und nicht alleine, aber doch sehr selbstständig im und für den Wald arbeiten werden. Und wenn Sie wirklich nachhaltig wirken wollen, im besten Sinne dieses Wortverständnisses, dann ist Forstwirtschaft die richtige Disziplin für Sie. Forstwirtschaft ist auch nachhaltig, und zwar bereits seit 300 Jahren. Weil Forstwirtschaft nachhaltig ist und damit alle forstwirtschaftlichen Entscheidungen auch sehr lange zurückgreifen in die Vergangenheit, erlaube ich mir hier auch einen kurzen Rückblick in die Vergangenheit. Der Begriff der Nachhaltigkeit wurde bereits 1713 das erste Mal erwähnt, und zwar von einem sogenannten Herrn von Carlowitz. Das Interessante an der Sache ist, dieser Mann war nicht Förster, sondern er war eigentlich ein Industrieller. Er hatte ein großes Bergwerk zu leiten und er hatte Sorge um die Ressourcenversorgung. Und wenn Sie das in die heutige Zeit übertragen, dann kann man vor dem Hintergrund absterbender Wälder, die wir teilweise haben, durchaus Parallelen ziehen. Er hat also die nachhaltige Forstwirtschaft begründet. Darauf bauen wir auf. Und was verstehen wir heute unter Nachhaltigkeit? Wenn man es ganz einfach und pauschal ausdrückt, dann sagt man immer nicht mehr Nutzen als Zuwächst. In dieser einfachen Grafik, die ich Ihnen hier eingestellt habe, sehen Sie verschiedene Kreise. Die braunen Kreise stellen jeweils den aktuellen Holzvorrat, den uns Waldinventuren geliefert haben, für die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz dar. Die sind alle gleichwertig dargestellt in gleich großen Kreisen. Die grünen Kreise stellen den jährlichen Zuwachs dar. Und die blauen Kreise geben wieder, wie viel davon genutzt wird, also die Ernte pro Jahr. Und Sie sehen, dass in allen Ländern die Nutzung deutlich geringer ist als der Zuwachs. Es wächst also deutlich mehr Holz zu, als wir nutzen. Und damit ist Forstwirtschaft auch im ursprünglichen Sinne, auch heute noch im besten Sinne, nachhaltig. Unser Nachhaltigkeitsverständnis geht heute aber viel weiter. Forstwirtschaft ist multifunktional. Wir wollen nicht nur die nachhaltige Produktion von Holz sicherstellen, sondern es sollen vielfältige Funktionen des Waldes garantiert werden. Das heißt, Ökologie, Ökonomie und soziale Aspekte stehen dabei gleichwertig nebeneinander. Und wenn diese drei Säulen der Ökologie, der Ökonomie und des Sozialen gleich ausgeprägt sind und gleich stabil sind, dann tragen sie das Dach der Nachhaltigkeit. Und dieses Bild verwende ich bewusst deshalb, um auf der einen Seite klarzumachen, wie vielseitig der Studiengang ist. Es geht nämlich nicht nur um Naturwissenschaften, die die Ökologie berücksichtigen. Es geht nicht nur um Betriebswirtschaft oder Managementtechniken, die sich mit der Ökonomie beschäftigen, oder um Soziales, sondern alles drei spielt gleichzeitig eine Rolle. Und das sagt sich so leicht, dass diese drei Basissäulen gleichwertig nebeneinander stehen. In der Praxis ist es aber gar nicht so einfach umzusetzen.
Deshalb habe ich diese Grafik nochmal mit eingebaut. Hier sehen Sie einfach verschiedene Waldinteressen dargestellt, die Sie alle kennen. Gerade jetzt in der Corona-Zeit war die Erholungsfunktion sehr wichtig. Aber nach wie vor ist die Holzproduktion wichtig und all diese anderen Funktionen, die hier aufgeführt sind, sind wichtige Anforderungen, die die Gesellschaft an den Wald stellt. Und wenn man sich das genau überlegt, dann stellt man natürlich sehr schnell fest, dass es da Zielkonflikte gibt und nicht alle Funktionen miteinander direkt kompatibel sind. Das heißt, Ihre Aufgabe in der Forstwirtschaft ist, diese Funktionenvielfalt abzuwägen, zu priorisieren und in operationales Handeln auf die Fläche zu übertragen. Und das macht Forstwirtschaft so abwechslungsreich und auch so spannend. Forstwirtschaft ist also eine spannende und abwechslungsreiche Disziplin, die sich mit zahlreichen Aspekten der Gesellschaft und der Anforderungen der Gesellschaft an den Wald beschäftigt. Und so ist auch unser Studium aufgebaut. Sie sehen hier verschiedene Bilder und Eindrücke aus dem Studienbetrieb. Hier ist beispielsweise eine Übung zum Motorsägenkurs. Die Holzernte spielt eine Rolle. Übrigens sind auch über 30% unserer Studierenden Frauen. Also ein bunt gemischter Betrieb. Neben diesen ganz praktischen und eher handwerklichen, arbeitstechnisch ausgerichteten Dingen spielen natürlich Datenanalyse, moderne Datenerfassungstechnik eine Rolle. Hier ist mal dargestellt die Auswertung einer Drohnenbefliegung. Sie sehen hier die dreidimensionalen Strukturen eines Waldbestandes, die wir auswerten. Wir machen das aber auch ganz praktisch im Rahmen von Vermessungsübungen und Vermessungsanwendungen. Hier eine Übung zum Wegebau auf dem Campusgelände. Auch die Waldpädagogik spielt eine zunehmende und immer wichtigere Rolle. Und zwar nicht nur für Kinder und für die Jugend, sondern auch für die Erwachsenen. Forstwirtschaft ist eine der größten Bildungsinstitutionen, die wir im Land überhaupt haben, weil zahlreiche Waldführungen und waldpädagogische Maßnahmen auf allen Ebenen hier durchgeführt werden. Auch das ist eine Impression aus dem Arboretum unserer Hochschule bei einem Tag der offenen Tür. Und last but not least gehören beispielsweise auch solche Aspekte wie Wildtiermanagement und Jagd dazu. Also das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem vielseitigen Angebot, mit dem wir uns beschäftigen und den das Studium abdeckt. So, letztendlich studieren Sie aber auch etwas oder ergreifen einen Beruf, um darin erfolgreich zu sein und gute Berufschancen zu haben. Und hier muss man nun wirklich sagen, Forstwirtschaft bietet derzeit hervorragende Berufschancen. Ich selbst stehe nun inzwischen eher am Ende meiner beruflichen Laufbahn und ich kann aus eigener Erfahrung mit voller Überzeugung sagen, nie war es so gut wie heute, nie waren die Berufschancen so gut wie derzeit. Das liegt einfach daran, dass man gerade in den öffentlichen Verwaltungen in den letzten Jahrzehnten zum Teil sträflich Personal abgebaut hat, eingespart hat, immer zu Lasten der jungen Leute natürlich. Und nun dreht sich die ganze Sache um, dass die Belegschaften sind überaltert und wir brauchen junge und gut qualifizierte Menschen für den Wald und für die Forstwirtschaft. Also im Moment hervorragende Berufschancen, die sicher für den Bereich des gehobenen Dienstes auch noch die nächsten 5 bis 10 Jahre andauern werden. So, warum sollten Sie Forstwirtschaft in Rottenburg studieren? Ganz einfach, hier ist ein Blick auf die Karte Baden-Württembergs. Rottenburg ist der Nabel. Rottenburg liegt zentral in Baden-Württemberg. In unserer unmittelbaren Nachbarschaft haben wir Waldgebiete wie den Rammert und den Schönbuch. Aber auch hier in den Schwarzwald ist es nicht weit oder Richtung Schwäbische Alb, selbst Richtung Oberland, Allgäu oder hier in den Schwäbisch-Fränkischen Wald und Vierngrund ist es nicht besonders weit. Und insofern ist Rottenburg sehr strategisch, sehr günstig gelegen für diesen Studiengang. Ein weiterer Aspekt ist natürlich die Hochschule selbst und die Lage des Campus. Zeigen Sie mir eine andere Hochschule oder auch forstliche Hochschule in Deutschland, die Tradition und Moderne so auf engem Raum vereinigt und landschaftlich so schön gelegen ist. Sie sehen hier ein aktuelles Luftbild des Campus. Wir haben hier den historischen Teil, den sogenannten Schadenweiler Hof in diesem Gebäudekomplex.
ist die Verwaltung untergebracht, das Studierendensekretariat und überwiegend Dozentenbüros. Hier haben wir einen Blick auf das Werkstattareal mit einer großen Werkstatt. Zwei Forstwirtschaftsmeister sind hier beschäftigt. Hier wird demnächst ein Neubau der Mensa entstehen. In diesem Trakt haben Sie ein hochmodernes Labor, eine Ausaal- und Großraumhörsäle. Hier in diesem modernen Gebäude sind überwiegend die Hörsäle untergebracht. Und hier haben wir nochmal ein Großraumlabor. Und das Ganze ist eingebettet in eine schöne Lage, die notfalls fußläufig von Rottenburg aus zu erreichen ist. Und vor allen Dingen ist der Lehrwald, der Ramat, den Sie hier im Hintergrund sehen, fußläufig von der Hochschule aus zu erreichen, sodass wir innerhalb der Lehrveranstaltungen praktische Übungen und Anschauungen mit einbauen können und keine langen Wege haben. Neben diesen durchaus auch emotional geprägten Aspekten gibt es natürlich eine ganze Reihe harter Fakten, warum man in Rottenburg studieren sollte. Wir haben eben die Campuslage mit den kurzen Wegen und eine vergleichsweise entspannte Wohnsituation, wenn Sie das mit anderen Hochschulstädten vergleichen. Wir haben an der Hochschule auch ein sehr gutes Betreuungsverhältnis. Das heißt, die Relation Studierende zu Betreuungspersonal ist sehr gut. Das gilt sowohl für die Professorinnen und Professoren wie auch für die Studiengangkoordinatorinnen und Studiengangkoordinatoren. Da sind wir sehr gut aufgestellt. Wir sind insbesondere aber auch sehr gut vernetzt in die praktische Forstwirtschaft. Wir haben zahlreiche Praxispartner. Zum Beispiel sind zahlreiche Revierleiterinnen und Revierleiter oder auch Personen, die in der Forstamtsleitung beschäftigt sind, Forstamtsleiterinnen und Forstamtsleiter, bei uns als Lehrbeauftragte eingesetzt. Und auch mit Forstunternehmen kooperieren wir sehr gut in der Lehre. Die Hochschule Rottenburg liegt natürlich in Rottenburg und die Stadt Rottenburg ist eine große waldbesitzende Gemeinde. Der Stadtwald Rottenburg ist 3200 Hektar groß und er steht der Hochschule als Lehrwald zur Verfügung. Wir haben hier allein zwei Forstreviere mit Revierleitern, die Lehrfunktion haben. Wir haben ein eigenes Jagdrevier, das komplett von den Studierenden als Ausbildungsjagdrevier bejagt wird, etwa 1250 Hektar groß. Wir haben am Neckar ein Lehrgewässer für die Fischerei. Wir haben zentrale Labore und sind auch EDV-technisch hier sehr gut aufgestellt. Wir haben einen forstbotanischen Garten, das Arboretum. Und last not least, wir haben beileibe nicht nur Forstwirtschaft an der Hochschule, wir haben auch zahlreiche andere Studiengänge, die Ihnen hier heute auch vorgestellt werden. Ich habe hier nur mal die Bachelorstudiengänge aufgeführt. Zum Beispiel die erneuerbaren Energien, die Holzwirtschaft, das nachhaltige Regionalmanagement, Ressourcenmanagement, Wasser. Zu all diesen Studiengängen gibt es Querverbindungen, so dass Sie hier auch einen breiten Blick über den rein forstlichen Tellerrand hinaus genießen können und auch Lehrveranstaltungen anderer Studiengänge mit besuchen können. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch aufbauende Masterstudiengänge, den Masterstudiengang Forstwirtschaft, der an den Bachelorstudiengang konsekutiv anschließt. Der wird Ihnen ja parallel vorgestellt vom Kollegen Schor und auf den werde ich nachher auch noch mal ganz kurz eingehen. Diese Folie zeigt nur mal eine Karte. Das, was grau dargestellt ist, ist der zentrale Teil des Stadtwaldes Rottenburg, der Ramat, unser Lehrwald, 1600 Hektar Wald am Stück. Hier liegt die Hochschule. Das ist zu Fuß zu erreichen und diese rot eingerahmte Fläche ist die Lehr- und Ausbildungsjagd mit den Jagdeinrichtungen, die eben, wie gesagt, weitestgehend von Studierenden bejagt wird. Warum also in Rottenburg? Dafür spricht die anerkannte Kompetenz unserer Absolventinnen und Absolventen. Wichtig ist, dass alle Anforderungen der Forstchefkonferenz, also das sind die Leiter der Landesforstverwaltungen, die bestimmte fachliche Anforderungen an ihr Nachwuchspersonal stellen, all diese Anforderungen sind in vollem Maße erfüllt. Und das ist deshalb sehr wichtig, weil es die Voraussetzung für den beamtenrechtlichen Berufseinstieg bildet. Darüber hinaus haben Sie aber auch zahlreiche weitere Chancen in einem breiten Berufsfeld. Es ist also nicht zwangsläufig vorgegeben, dass Sie in eine Landesverwaltung einsteigen, sondern Sie können auch bei zahlreichen anderen Organisationen damit sehr gut unterkommen. Weiterhin haben wir konsekutiv, also auf den Bachelor aufbauend, den Masterstudiengang Forstwirtschaft. Der ist dann interessant, wenn Sie insbesondere Leitungsfunktionen anstreben
also größere Forstbetriebe leiten wollen, Forstungsleiterin oder Forstungsleiter werden wollen zum Beispiel. Aber auch darüber hinaus bietet dieser Masterstudiengang zahlreiche Chancen. Und last not least sind wir eine Hochschule mit zahlreichen Auszeichnungen, die hier nur exemplarisch wiedergegeben werden. Immerhin hat die UNESCO-Kommission festgestellt, dass Rottenburg die Hochschule mit dem wohl klarsten forstlichen Profil aller Hochschuleinrichtungen in Deutschland ist. Wie sieht nun das Studium aus? Hierzu zunächst ein paar organisatorische Eckpunkte. Es ist ein Bachelorstudiengang. Der Bachelorstudiengang ist als Vollzeitstudium ausgelegt. Es ist nicht einfach und auch nicht ohne weiteres möglich, ihn berufsbegleitend zu studieren. Er ist in 7 Semester aufgebaut, einschließlich eines Praxissemesters. Das ist ein integriertes Praxissemester, das 5. Semester. Der Studiengang deckt 210 ECCS-Punkte oder Credits ab. Die Bewerbungsfrist in diesem Jahr läuft bis zum 31. Juli. Der Regelfall in den übrigen Jahren ist der 15.7. Dieses Jahr verzögert sich das pandemiebedingt etwas. Studienbeginn ist einmal im Jahr jeweils zum Wintersemester. Und die Vorlesungen beginnen immer Anfang Oktober, je nachdem, wie das mit dem Feiertag fällt, dieses Jahr am 4. Oktober. Ansprechpartner zu diesem Studiengang bin ich selbst als Studiengangleiter oder auch meine Kollegen, die Studiengangkoordinatoren Göran Spangenberg, Martin Nafska und Leonard Sauter, die parallel nebenan sitzen und auch parallel jetzt schon für Fragen mitverantwortlich sind und hier auch jederzeit erreichbar sind. Diese Grafik zeigt den Aufbau des Studiums. Während wir natürlich organisatorisch in Semestern arbeiten, ist das Studium im Grunde genommen nach Studienjahren gegliedert. Die ersten beiden Semester bilden das sogenannte Grundstudium ab. Dann kommt die Bachelor-Vorprüfung, die eine gewisse Bedeutung für das weitere Studium hat. Das 3. und 4. Semester ist dann das 2. Studienjahr mit dem Hauptstudium. Dann folgt ein integriertes Praxissemester. Und wir haben dann im 6. und 7. Semester neben dem Pflichtstudium noch 4 Wahlmodule, die frei kombinierbar sind, sodass Sie Ihr Studium dann auch entsprechend profilieren und individualisieren können. Das ist das Angebot, das wir in Rottenburg anbieten. Wir bieten parallel dazu aber noch einen weiteren Zweig an in Kombination mit unserer forstlichen Partnerhochschule in Larenstein in den Niederlanden. Das sind international ausgelegte Studiengänge dann, nämlich International Timber Trade oder Tropical Forestry, dessen Aufbau Sie hier sehen, auf den ich aber aus Zeitgründen an dieser Stelle nicht näher eingehen kann. Das Grundstudium, 1. und 2. Semester, besteht aus diesen Studienfächern. Diese möchte ich hier nicht im Einzelnen jetzt vorstellen oder vorlesen. Das können Sie aus der Studien- und Prüfungsordnung und aus den Modulhandbüchern in allen Details erfragen. Sie sehen aber, dass es sich überwiegend um naturwissenschaftliche Grundlagenfächer handelt, die aber schon ganz gezielt zugeschnitten sind auf den Bedarf der Forstwirtschaft aus diesen naturwissenschaftlichen Grunddisziplinen. Deshalb, wenn man das Ganze nicht in Einzelfächer zergliedert, sondern mal in Kategorien anteilt und in der Grafik darstellt, dann sehen Sie diesen Aufbau im Grundlagenstudium. Die Zahlen da drin geben immer die Anzahl der ECTS an, also der Anteil von insgesamt 60 ECTS. Und da dominieren ganz deutlich die naturwissenschaftlichen Grundlagen. Die braune Farbe stellt forsttechnische Grundlagen dar, also auch die Technik spielt eine Rolle. Der blaue Sektor bezieht sich auf betriebswirtschaftliche Inhalte und Studienfächer. Und dieses pinkfarbene, das sind die sogenannten Schlüsselqualifikationen, die immer wichtiger werden, wo es um persönliche Fähigkeiten gilt, also wissenschaftliches Arbeiten, Kommunikation, Präsentieren und solche Dinge werden hier immer wichtiger. So, dann gehen wir weiter ins Hauptstudium, ins 3. und 4. Semester. Hier sind auch wieder die wichtigsten Module aufgeführt, die hier drin sind. Wenn Sie sich die Bezeichnungen anschauen und überfliegen, dann merken Sie, dass das schon viel forstspezifischer ist und viel mehr in die fachliche Materie reingeht.
Und insofern ist auch die grafische Aufteilung jetzt etwas anders. Dieser grüne Sektor steht für Module und Inhalte, die sich der biologischen Produktion widmen. Der braune Sektor widmet sich eher der technischen Produktion. Das sind etwa gleichwertig. Gegeneinander steht gleichwertig nebeneinander. Der blaue Sektor steht für Bereiche, die sich mit Managementtechniken und betriebswirtschaftlichen Dingen beschäftigen. Aber genauso wichtig ist der ganze Themenkomplex Wald und Gesellschaft und natürlich auch das, was an Ihre persönliche und individuelle Bildung rangeht, also wissenschaftliches Arbeiten, Kommunikation und solche Dinge. Nach dem dritten und vierten Semester folgt das Praxissemester. Es ist ein integriertes Studiensemester. Im fünften Semester, Sie sind da nicht irgendwo auf weiter Flur alleine. Wie lange das dauert und wie das auszugestalten ist, ist genau geregelt. Das können Sie nachlesen. Sie können das Praktikum aufteilen auf etwa 2 Praxisstellen, die Sie sehr vielfältig gestalten können in Forstbetrieben oder Forstunternehmen, in Nationalparks, im Bereich der Waldpädagogik, in der Holzindustrie, im Auslandspraktika und so weiter. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten und wir unterstützen das auch. Wir haben eine große Datenbank mit solchen Praxisstellen, um Ihnen da zur Hilfe Hilfestellung geben zu können. Ganz wichtig ist, dass Sie sich darüber klar werden, dass die Gestaltung des Praxissemesters ein wichtiger Beitrag ist zu Ihrer individuellen Profilbildung. Weil Forstwirtschaft eben so breit aufgestellt ist, haben Sie auch sehr unterschiedliche Berufsmöglichkeiten. Und hier können Sie bereits Weichen stellen, in welche Richtung Sie sich vor allen Dingen entwickeln wollen. Und diese Profilbildung durch die Wahl der Praxissemesterstelle kann dann sinnvoll ergänzt werden durch die Wahl der Wahlpflichtfächer im 6. und 7. Semester. Damit sind wir auch schon beim 6. und 7. Semester. Also ergänzend zum Pflichtcurriculum gibt es das sogenannte Wahlpflichtstudium mit dem Ziel der Profilbildung in Verbindung zum Praxissemester. Sie wählen 4 aus 11 Modulen, a 5 Credits, also insgesamt 20 Credits aus im 6. und 7. Semester. Und auch die Bachelorarbeit ist ja in der Thematik frei wählbar und dient Ihrer persönlichen Profilbildung. In dieser Grafik habe ich einfach mal dargestellt, was wir da derzeit im Angebot haben. Dieses Modulangebot kann aber durchaus gewissen Entwicklungen unterliegen, also kann auch noch ergänzt oder modifiziert werden. Und ohne das jetzt im Detail vorstellen zu wollen, wie bei allen Studienfächern, können Sie schon sehen, dass es hier um erweiterte Inhalte geht, beispielsweise für den kommunalen Bereich, für die Arbeit in Unternehmen oder im Naturschutz und solchen Dingen. Jetzt ist die letzte Frage, wie kommen Sie überhaupt an einen Studienplatz? Hier haben wir eigentlich sehr gute Informationsmaterialien auf unseren Webseiten stehen. Ich verweise hier auf diese erste Seite und der Kollege Schäuber hat Ihnen hierzu ja auch eine eigene Präsentation zusammengestellt und Ihnen das vorgestellt. Bei allen Fragen, die mehr in den Bereich Zugangsberechtigung gehen, die aber auch in den Bereich gehen, wie finanziere ich mein Studium, wie komme ich unter erschwerten Bedingungen mit dem Studium zurecht. Da kann ich Ihnen sehr empfehlen, unsere zentrale Studienberatung, die von der Frau Lippert sehr kompetent durchgeführt wird. Auch hier haben Sie die Internetverbindung und ansonsten können Sie sich bei allen Fragen direkt an unsere Studiengangkoordinatoren oder auch an mich wenden. Wenn wir das persönlich nicht beantworten können, leiten wir Sie weiter an einen kompetenten Ansprechpartner. Ganz zum Schluss noch ein kurzes Wort auf den Master Forstwirtschaft, der sich optional an den Bachelorstudiengang anschließt. Zunächst ist mal wichtig, der Bachelorstudiengang mit 210 Credits ist ein abschließender Studiengang und voll berufsqualifizierender Studiengang. Wenn Sie aber sagen, Sie wollen weitermachen, Sie wollen in besondere Leitungsfunktionen für Forstbetriebe oder Forstämter rein, Sie wollen in den höheren Dienst einsteigen, dann bietet sich der Master Forstwirtschaft an. Und der Master Forstwirtschaft dauert 3 Semester. Er beginnt wahlweise im Sommer- oder im Wintersemester, sodass Sie ohne Zeitverzug hier weiter studieren können, wenn Sie das wollen. Er dient der Wissensvertiefung und die Vorbereitung auf Leitungsfunktionen und befähigt eben zum Beispiel für den höheren Forstdienst.
wie zum Beispiel die Forstamtsleitung. Das war in Kurz- und Schnellform, hoffentlich im Rahmen der zur Verfügung gestellten Zeit, die Vorstellung des Bachelorstudiengangs Forstwirtschaft. Wir sind nun immer bemüht, das, was wir machen, einerseits möglichst gut zu machen, andererseits es aber eben auch noch besser zu machen. Und deshalb bitten wir Sie zum Schluss um Ihr Feedback. Und weil derzeit alles online stattfindet, bitten wir hier auch online um Ihre Rückmeldungen. Sie sehen hier einen Link, der auch auf unserer Homepage eingestellt ist, zur Online-Umfrage. Ein kurzer Umfrageformular, das nicht viel Zeit kostet, damit wir sehen können, was wir künftig besser machen können oder was vielleicht auch gut gelungen ist. Damit bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Zuschauen und Zuhören und würde mich freuen, möglichst viele von Ihnen im Wintersemester entsprechend hier live begrüßen zu können. Besten Dank.